Was geht ab zu einem neuen Video auf Ballers Club? Heute nochmal mit Mr. Mike. Er zeigt euch heute seine Lieblingsübung. Also er zeigt mir besser gesagt seine Lieblingsübung. Das ist für mich ein interessantes Thema, weil Korbleger, man lernt es ja von Grund auf Basics, rechte Seite, rechte Hand und linkes Bein auch schon. Genau. Ne? Und jetzt will ich halt von dir wissen, wie du das findest, weil man sieht ja auch in der NBA vor allem viel, dass man natürlich von der rechten Seite mit links auch abschließt oder mit der rechten Seite auch mit rechts. Ja. Deine Schröder macht das immer sehr gerne, weil du da, finde ich, mehr Speed rausholen kannst. Genau. Oder meinst du sozusagen auch, dass du mit der von der rechten Seite mit der rechten Hand abschließt? Also genau, mit dem rechten Bein auch? Ja, genau. Richtig. Ah, okay, dass man okay, da das nicht wirklich so genau nimmt oder pingelig, weil es gibt ja auch, habe ich erlebt, dass Trainer dich dann wirklich bestrafen dafür, dass du das so gemacht hast. So. Weißt du, ich meine? Okay, aber ich meine, am Ende des Tages zählt einfach, wenn der Ball reingeht, geht der Ball rein, dann kannst du gar nicht sagen. Finde ich auch. Ja. Aber ja, am besten zeigst du es mir einfach einmal, wie du meinst. Also ich bin jetzt der Verteidiger. Also ich nenne ihn immer den ansatzlosen Korbleger. Also ansatzloser Korbleger. Also. Weil ich aus dem Dribbeln direkt nach oben gehen und abschließe. Okay. Ist natürlich jetzt eine Sache, man muss natürlich einen Schritt vorne sein. Ja. Okay, dann zeig ich es mir einfach mal so. Bei dir natürlich ist noch schwieriger, wenn du größer bist. Ich versuche aber so, mal, als ob ich. Okay. Okay. Auf perfekt. Okay, ich verstehe. Ich glaube, natürlich jetzt, weil du keine Schutzhand hast, natürlich so gesagt leichter zu blocken und du kannst kein Foul ziehen. Das ist ja aber du kannst ja im Prinzip dadurch, dass. Also ich glaube, er hat ja den Move so gemacht, dass du ihn hier gezogen hast. Und dann hast du auch den ersten Schritt so gemacht. Ja. Dann hast du ja eigentlich trotzdem deine Schutzhand da. Ach, nicht wirklich, weil ich gehe doch weit nach vorne. Ich will natürlich diesen Abstand noch herausholen, weißt du? Weil wenn ich jetzt so bin. Ja. Okay, also ich weiß, ich kenne auf jeden Fall, also ich habe auch schon den Move trainiert, den Mr. Mike hier mir zeigen will. Ich muss den noch mehr trainieren, weil ich glaube, der ist echt sehr, sehr effektiv. Wenn du schneller bist als dein Gegenspieler. Ja, wenn du gegen große, nach dem Pick and Roll gegen große, unbewegliche Big Men spielst. Oh, ihr habt den auch auf eurem Kanal gemacht, der Scoopshot nennt ihr den. Ja, aber das ist ein anderer. Das ist nicht der gleiche. Der Scoopshot ist der von unten. Ja. Also, okay. Den verlinken wir euch hier am Ende in der Beschreibungsbox, den Scoopshot. Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Ja. Aber der hier ist, glaube ich, ja, wie gesagt, hier. Und da mit rechts, das ist halt das Schwierige, weil es halt koordinativ viel schwieriger, genau, mit dem rechten Bein abzuspringen, als man es gewohnt ist mit dem linken. Aber er kann halt sehr, sehr überraschend sein. Also, wie ich den immer gerne mache, ist, dass ich halt ein starkes Dribbling setze und er sozusagen, dass ich dann halt so, das ist halt so dieser Überraschungseffekt, dass du dann auf einmal hochgehst. Also dribbelst du so. Genau, richtig. Ja. Richtig, der Überraschungseffekt, das ist mal, wenn der Gegenspieler natürlich vorher schon weiß, Futter, ja. Und dann von links, die Schwäche, versuchen wir mal hier auch linkes Bein, gell? Das ist natürlich komplett ungewohnt. Genau, okay, ja. Versuch immer, ob ich ihn jetzt richtig gemacht habe. Ja. Ich glaube, du spielst mit beiden? Ich spiele auch meist mit beiden, Alter. Ja, das ist mir gerade aufgefallen, ja, ne? Du bist dafür. Genau, okay. Aber das ist auf jeden Fall, es kann ein sehr, sehr effektiver Move sein. Ja. Also überraschend und vor allem, wenn man halt klein und wendig und schnell ist. Das ist es, wenn du schneller bist als du. Das ist halt aber auch es wird sehr oft drüber gemeckert, merke ich immer im Kommentarbereich. Das ja? Ist sehr interessant. Ah, okay, okay. Auf jeden Fall ein guter Move. Willst du noch einen machen gegen Kontakt? Okay. Ich verteidige. Oh! Ja, ich hab kurz. Aber du hast doch damit gerechnet, das ist ja das. Du ja, ich wusste es ja, was kommt. Wenn du weißt, ist natürlich leicht Beute. Vielleicht im 1 gegen 1 kannst du immer überraschend bringen, wenn ich nicht weiß. Aber wenn du dann einen Midrange hast, richtig, den du sehr gut werfen kannst und dann nicht schlägst, dann hast du ihn so überraschend. Alles klar, das war's. Ich hoffe, euch hat der Move gefallen. Gib dem Video einen Daumen nach oben, schaut bei Mike vorbei. Dem zeige ich nämlich jetzt meine Lieblingsübung und wir sehen uns auf den nächsten Videos auf Ballers Club. Und Mr. Mike zeigt euch noch einen Trickshot.